Damit ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Descent. Au. Oh. Mein Name ist Descent Horizon und hier springt mir gerade ein Cheater entgegen. Oh, cool. Ich spiele hier Feed the Beast Unleashed. Ich bin jetzt auch ein Teil des Block-Networks geworden. Ich habe mich da einfach mal angemeldet, weil ich gesagt habe, ich finde nicht so immer Zeit, wirklich so richtige Videos zu machen und. Ja, ich mache gerade eine Ansage. So, hab mich der gute Cheater mal wieder in meiner Aufnahme ein wenig unterbrochen, aber scheiß drauf. Viele von euch werden fragen, was ist jetzt mit Bucket Tutorial? Das kommt natürlich auch, aber ich werde das jetzt wirklich nur noch auf einmal in der Woche reduzieren. Schule und... Boah, ist die Musik schon wieder laut, das ist der Wahnsinn. Sound. So. Das Ganze tun wir jetzt so machen. Genau. Ups. Das war natürlich jetzt wieder geschickt. Ja. So. Jetzt sind wir wieder hier. Wir haben hier ein Buch. Materials in Use, Surviving the First Days We Run. Okay, das Buch bekommen wir offensichtlich. Und wir haben ja auch eine schöne kleine Karte, wo wir auch schon sehen, wo wir überall hingehen können. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, noch eine kurze Sache. Also, wie gesagt, Block Network wird alle zweimal die Woche kommen. Ich werde das aber nicht in einzelnen Folgen hochladen, sondern ich werde das als Ganzes machen. Werde das dann aber in 15 Minuten Part schneiden und dann in fein gehäuften Portionen eben anbieten. Das Bucket Tutorial kommt nur einmal in der Woche, weil ich muss natürlich mir die Themen überlegen und ich möchte das Ganze natürlich so ruhig wie möglich rüberbringen. Was ist denn das? Oh, ein Schmetterling. Und dazu braucht es eben ein wenig Zeit und Geduld und das ist die nächste Bucket-Folge kommt am Sonntag. Also den Sonntag, nachdem dieses Video hier erschienen ist. Und die nächste Block-Network kommt immer einmal dienstags und einmal donnerstags. Das reicht auch jetzt erstmal als Upload-Ding. Ja gut, ich würde mal sagen, das reicht jetzt auch als Ansprache. Wir fangen jetzt erstmal an. Ich muss mir jetzt erstmal hier wahrscheinlich ein Grundstück suchen. Hier sehen wir schon, dass hier ein paar Grundstücke aufgebaut wurden. Stimmt, wir können ja über das Haus... Wir fliegen darum. Kingern mit dem Jetpack. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir in Stadt Nummer 4. Da sollen wir nämlich hin. Wie jetzt? Ah, okay, das ist ein Teleporter. Stadtname gesucht. Bitte schreibt eure Vorschläge in das Buch. Book and Quill. Vorschläge ab Seite 2, viel Spaß. Doom Town. Holy Town. Muchbi ist Doom Town. Cookie Town, Gold Town, Town, Town und dann auch noch, nee, das reicht schon mal. So, dann können wir das Ganze hier abschicken, können hier die Vorschläge hier reinpacken. So. Hallo, Cheater. Hallo. Okay. Oh, PvP ist hier an. So. Dann schauen wir mal, wo uns der gute Cheaterlei hinführt. So. Hier wohnt unbewohnt. Das oder das. Nun ja. Das hier ist näher am Strand. Deswegen, und hier ist sogar ein Bienenstock und alles, aber hier ist ein...
Ich nehme das am Strand. Boing, 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 boing. Yay, das ist jetzt meins. Schreibe das Schild um. Hier wohnt der Gott. So. Damit hätten wir unser Haus ein. Was macht denn hier ein Baum in der Mitte? Mann. So, dann würde ich mal sagen, können wir gleich anfangen. Das Erste, was wir natürlich machen müssen, ist. Cheater versuchen da. Ach, der ist jetzt geliftet. So. Okay, wir haben hier schon mal ein Loch in dem Ding. Mache ich natürlich gleich weg. Aber wir wollen in allererster Linie hier erstmal unser Haus bauen. Dazu würde ich mal sagen, nehmen wir uns jetzt erstmal ein bisschen in die Hand. Ach ja. So, Holz ist fertig. Oh, interessante Bäume gibt's hier. Das ist ja auch vor allem so komisch aufgebaut. So, tauchen wir mal unter. Darf ich jetzt nur auf den Grundstück hier bauen, oder? Wer ist denn der Spacken hier? Hallo Nachbar, Pilgrim-Vater. Dinkelberg. Tot, 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 stirb, stirb, stirb. So. Ja, natürlich musst du mich jetzt anbeten, das ist doch. Dinkelberg. So. Bin gespannt, was passiert, wenn ich den jetzt zerstöre. Kommen da Bienen raus? Offenbar nicht. Als Erstes würde ich mal sagen, machen wir so Stone Slabs. Deswegen erstmal Holz bearbeiten. Ach, da geht das noch mit der guten alten Methode. Ich krieg schon da Komplexe, wenn ich da beim neuen Minecraft, da muss man das irgendwie so kompliziert machen, weil das anders nicht mehr geht. So. Geht das jetzt hier so mit der Half? Nee. Brauchen wir ein Crafting Table. Immer die Nachbarskinder. So. Zack. Zack. Jawohl, die wollten wir haben. Bessern wir hier nämlich jetzt kurz mal unsere Wege hier aus. Machen wir das hier genauso. Tier, Provisorium würde ich sagen. So, so sollte das passen. Da wir natürlich jetzt ein Wassergebiet haben, ist es natürlich ganz interessant, was wir hier alles bauen können. Hier wäre zum Beispiel möglich, dass wir eben ein Unterwasserparadies machen könnten. Wir könnten also quasi so eine Burg, alles bösen und so weiter. Aber ich würde erstmal sagen, da ich nur den Teil wirklich haben will für meinen Zweck, werde ich jetzt erstmal. Ich frag mich, wie das hier geregelt ist mit den Sammelwelten. Kann man hier Home setzen? Ja, das war nicht im Sinne des Erfinders. So, danke. Gehen wir jetzt mal wieder hier lang. Zack, zack. Ist hier allgemein so hier so eine Wassergegend hier. Also ist hier viel mit so. Alter, was machen denn die ganzen Schafe hier? Ich werde
So, ein zweites Stück Wolle, noch ein drittes und dann können wir uns schon unser Bett bauen. Ist eigentlich ganz praktisch, dass diese Schafviecher hier jetzt gerade antanzen. Mäh, 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 mäh. Komm schon. Na also. Dich verschone ich. Und. Lass mich hier. Alarmjob. Okay. Dun, 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 dun. Und ich habe mich jetzt prompt verlaufen, was natürlich nicht so prickelnd ist. Ich glaube, hier war es. Ich habe mich verlaufen. Bom. Was leuchtet denn da in der Hintergrund? Ach komm. Und ich kann schon nicht mehr rennen. Ja, Halleluja. Da ist mein Gebiet. Kann ich jetzt gleich anfangen. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Und wir bauen uns ein Bett, damit wir hier aufwachen, wenn wir so. Boah, ist das immer so eine Ungewöhnung, wenn man von der einen Version in die andere gerade schlittert. So. Dann wollen wir mal hier unser Bett platzieren. Ich denke mal, hier könnte jetzt nichts passieren. Leave bed. Your home has been sent to this bed location. Ach, das ist ganz praktisch. Ich würde mal sagen, dann bauen wir uns noch schnell eine Kiste. Und soll ich eigentlich jetzt hier sterben oder soll ich mir eher gleich Fleisch holen? Schwere Sache. Würde aber wahrscheinlich ein bisschen uncool kommen, wenn ich jetzt schon gleich in der ersten Folge hier den Löffel abgebe. Zack. So. Kiste 1, Kiste 2, Kiste 3. Und das schöne Buch können wir auch einpacken. So. Ja, aber die Frage ist jetzt, was soll ich holen? Fragen über Fragen. Ach. Ich glaube, ich suche jetzt einfach mal geschwind den kalten Tod. Blub. 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 Blub, blub. Das dauert jetzt ein wenig. Ach nee, wisst ihr was? Gehen wir mal hier weiter. Aber das kotzt so an, ich kann nur noch so langsam laufen. Mann. Ach, dann müssen wir mal eben schauen, wo wir hier jetzt da hingehen können. Zack, zack. Spinnen kann man lassen. Aber Alarmjob, warte mal. Damit hat sich das mit dem Stern wohl erledigt. Latest Death. Ach komm. Mann. Bronco. Bronco. Was? Ich habe immer nur noch 3. Mann. Ach komm. Ach komm jetzt. Mann ey. Und Papierhippie ist da. Also Schafe kloppen. Klopp, 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 klopp. So. Gibt's mir was zu essen?